und ein furchtbarer Schrei schallte über das Wasser. Und zwar von den Menschen, die in dem Schiff waren. Dem Moment, wo das Schiff sich drehte und unterging, war das ein Riesenschrei, der weit, meilenweit zu hören war. Von den Menschen dort an Bord. Ja. Den Schrei habe ich immer noch in Erinnerung. Wie ging dieser 30. Januar bei Ihnen los, soweit Sie es noch erinnern können? Also der 30. Januar begann ja damit, dass wir Auslauftermin hatten. Und zufälligerweise natürlich an meinem Geburtstag. Mhm. Ja. Tagsüber lief das alles noch sehr aufgeregt und alles Mögliche. Aber zum Abend bin ich dann zur Ruhe gekommen und habe gedacht, du hast heute Geburtstag, nun musst du mindestens mal den Kuchen, den deine Oma dir geschickt hat, mal probieren und auch mal ein bisschen, ein klein bisschen festlich gestalten. Wie war die Stimmung auf dem Schiff? Die Stimmung, die Menschen waren ruhig. Also es war keine aufgeregte Stimmung auf dem Schiff. Also da war keine Turbulenz irgendwie. Die Turbulenz kam nach der Torpedierung. Und die kam so stark, dass es dann so weit kam, dass sogar die Menschen sich gegenseitig getreten und sogar totgetreten haben auf den Gängen, um nach draußen zu kommen. Erzählen Sie den Moment, wie Sie den erlebt haben, als die Torpedos eingeschlagen haben. Ja, es hat dreimal gerumst, aber richtig, sodass du aus deinem Sitz richtig hochgedrückt wurdest. Und zweimal, und der dritte kam etwas später, der war dann im Maschinenraum, die anderen beiden waren vorne im Vorschiff. So, da bin ich natürlich dann raus aus meiner Koje, habe versucht. Und da bin ich dann ans Ladedeck gekommen, das war dann schon eine Etage höher. Und da habe ich gesehen, dass das Vorschiff also schon unter Wasser sein musste, denn im Ladedeck war schon Wasser. Und ich habe dann erstmal versucht, was machst du jetzt? Und dann bin ich auf den Gedanken gekommen, versuch mal erst nach oben. Und da wusste ich, dass dieser Gang dort hoch ging für die Maschinisten, um sich da, um da frische Luft zu schnappen. Und dadurch bin ich nach oben und ich war heilfroh, dass ich nachher oben war erstmal. Was haben Sie gesehen? Was habe ich gesehen? Wie gesagt, ich war ja auf dem Sonnendeck oben und habe mich da dann ja aufgehalten die ganze Zeit, aber ich habe gesehen, dass ein Offizier seine Frau und seine Kinder erschossen hat und sich selbst auch. Solche Sachen sind dort vorgekommen. Und das prägt doch, wenn du sowas siehst. Und wie ging das dann weiter, als sie oben ankam? Das Schiff. Also es knallte mal plötzlich auf dem Schiff und dann fing das Schiff an, natürlich sich noch weiter rüber zu und die Wassermengen drangen dann überall ein, wo sie bisher noch nicht waren. So, und das führte nachher dazu, dass schon die Brückenlok schon ins Wasser eintauchte und da habe ich gesagt, jetzt musste verschwinden. Und dann bin ich rüber auf die andere Seite und dann bin ich ans Steuerbord mit dem Hintern runtergerutscht ins Wasser rein. So. Und es ist zu bedenken, es war der 30. Januar, Windstärke 7, einige Eisschollen schwammen auf dem Wasser, also es war sehr kalt und jemand, der keinen stabilen Kreislauf hatte, ist sicher bei dem Eintauchen in dieses kalte Wasser schon, hat das nicht überlebt. So, und ich habe dann auch nach vielleicht 10 Minuten oder Viertelstunde, das dauerte gar nicht lange, da hat man mich in ein Rettungsboot reingezogen. War das auch der Zeitpunkt, als dann die Gustloff untergegangen ist? Ja, und wir trieben ja und ich habe ja die Gustloff gesehen.
Und dann, wie die Gustloff unterging, hat sie sich nochmal irgendwie aufgerichtet. Das sah so aus, als wenn sie sich einmal ganz in ihre Längsachse gedreht hat, aber das war wohl nicht der Fall. Und ein furchtbarer Schrei schallte über das Wasser. Und zwar von den Menschen, die in dem Schiff waren. Dem Moment, wo das Schiff sich drehte und unterging, war das ein Riesenschrei, der weit, meilenweit zu hören war. Von den Menschen dort an Bord. Ja. Den Schrei habe ich immer noch in Erinnerung. Haben Sie Erinnerungen an einzelne Personen? Ja, ein sogenannter Seppel Sinzinger, das war ein Bayer, der spielte so gut, hatte so Gitarre und hat auch mal schön gesungen. Und wie ich an Bord war und wie sie mich rausholten und ich da lag, uns haben sie dann die nasse Kleidung vom Leib geschnitten und uns dann in den Maschinenraum verfrachtet, wo es warm war. Und wie ich da an Bord, da sah ich der Seppel Sinzinger, der schwamm auch. Und wollte hochgreifen, wollte noch, sich noch irgendwo festhalten und sackte dann ab und war weg. Also der ist vor meinen Augen regelrecht untergegangen, also dann ertrunken. Das war so mein dramatisches Kriegsereignis. Ansonsten war ich ja in keiner Front oder irgendwie was und habe da irgendwo geschossen oder gemacht. Das war ja alles nicht, da war ich ja insofern begünstigt. Dann sind Sie auf das Hauptschiff, auf die Löwe gekommen? Ja, die haben mich da, haben uns ja immer einer nach dem anderen da hochgezogen. Immer so zwei, drei Mann haben dann da gestanden und haben versucht, dann die Menschen da nun rauszuholen. Von Sassnitz aus, wie ging es dann weiter? Von Sassnitz sind wir dann mit der Bahn nach Kiel gekommen. Und da ich ja Seefunker war, konnte ich mit der Landfunkerei, die man mir gedacht hatte, an Land ja nichts anfangen. Das war ja völlig was anderes. So, und dann von einer Ausbildungsstätte zur anderen wurden wir dann immer getrieben durch die Rote Armee, die dann aufrückte. Und es ging immer weiter westwärts. Und so landete ich dann nachher in Parchim und sollte nach Kriewitz. Und das ist nachher in der Nähe von meinem Heimatort gewesen. Und dadurch bin ich eben in Schwerin gelandet. Ich war morgens um 4 zu Hause, habe meine Oma rausgetrommelt. Die sagte, ja, entschuldigen, wer sind Sie, wo wollen Sie hin? Die hatte mich noch gar nicht mal erkannt. So, und naja, und mittags um 12 war der Amerikaner mit seinen Panzern am Pfaffenteich in Schwerin. Damit war für mich der Krieg beendet. Welcher Tag war das? Wissen Sie das noch? Am 5. Mai. Sie haben ja selbst mitbekommen, wie die Fluchtbewegung im Zweiten Weltkrieg war. Sie haben selbst 1000 Flüchtlinge mit an Bord der Gustloff. Wie fühlt sich das an? Was denken Sie, wenn Sie jetzt diese beiden Lebensereignisse miteinander vergleichen, welche Gedanken kommen Ihnen da? Da muss ich sagen, dass wir uns mächtig daneben benehmen. Insofern, dass, nehmen wir mal als Beispiel, wie unsere Ostpreußen-Flüchtlinge ins Mecklenburgische oder sagen wir mal in den Westen damals kamen. Und der Krieg hatte ja auch, es gab ja kaum was zu essen und die Menschen haben ja wirklich auch teilweise gehungert und so weiter. Und da war die Solidarität der Deutschen untereinander nicht beispielhaft. Bis hin zu unmöglich. So, und wenn ich die Parallele ziehe heute mit den Flüchtlingen, aus welchen Gründen sie auch immer hierher kommen, nicht? Sie mögen unterschiedlich sein. Aber sie sind nun mal hier und es sind Menschen. Das sind Menschen. Und denen gegenüber ist man zumindest solidarisch, müsste man sein gegenüber.
Also den Klimawandel, den schätze ich weitaus dramatischer ein als das, was ich mitgemacht habe. Ehrlich gesagt. Denn es gibt ja Nachrichten, lass mal nur die Weltmeere, lass sie sich um einen halben Meter erhöhen. Was meinen Sie, was dann passiert? Wie viele Menschen, Hunderte oder Tausende, ihr Obdach verlieren? Und die kommen dann hier zu uns als Flüchtlinge und werden dann so behandelt wie die Flüchtlinge, die wir jetzt hier behandeln. Wächst aus zu einer Dramatik. Davor habe ich Angst. Das ist kein schönes, aber ein starkes Schlusswort. Dankeschön. Ja, ist das so? Ja. Ja. Dass das jemand sagt, der den Zweiten Weltkrieg überlebt und miterlebt hat. Ja. Ich bin ja ein bisschen optimistischer.